Es macht einfach super viel Spaß mit Kindern, egal in welcher Altersgruppe. Die Eltern bringen das Wertvollste, was sie haben, zu uns. Und da haben sie hier wirklich die besten Möglichkeiten, dass ihre Kinder sich wohlfühlen und dass sie gern zu uns kommen. Das sieht man. Und weil hier das Kind im Mittelpunkt steht und weil sich wirklich alle um das Kind, das jeweilige Kind kümmern. So, welches Datum haben wir? Also Kinder sind von Natur aus sehr spielerisch veranlagt und auch sehr neugierig und wissbegierig. Und das liegt in der Natur des Kindes, zu erlernen und sich weiterzuentwickeln. Also die Kinder lernen in der Krippe besondere Fähigkeiten, und zwar sind das die motorischen Fähigkeiten, also die sie erstmal erlernen müssen, und die Sprachentwicklung wird gefördert. Dazu machen wir verschiedene Sprachangebote, wir singen, Fingerspiele und alles, was dazu gehört. Wir haben ja auch pädagogische Angebote, und da können wir die Kinder mal sehr gut für begeistern. So dass die Kinder auch lernen, Verantwortung zu übernehmen. Und da muss man die Kinder von klein auf dran heranziehen. Ja, auch Normen und Regeln müssen sie einhalten. Ja. Ich mache auch noch im Kindergarten für die Vorschulgruppe Waldfüchse, um den Kindern zu zeigen, welcher Baum ist dies? Welcher Baum ist was? Du sagst es. Ich denke mal schon, dass die Einrichtung eine sehr moderne und fortschrittliche Einrichtung ist, weil sie sich auch immer wieder neu orientiert an den Bedürfnissen der Eltern, an den Bedürfnissen der Kinder, denn das ist ja stets und ständig in Veränderung. Den Kindern gefällt es, die Eltern sind zufrieden mit der Entwicklung ihrer Kinder, sie kriegen auch sehr oft Rückmeldungen. Das ist nochmal eine extra Bestätigung oder Wertschätzung von den Eltern.